Hallo, hallo, hallo. Der Mary mit Let's Play Your Level, der nächste Hack, kommt wieder von jemandem, wo ich keinen Namen habe. Ich habe allerdings den ROM-Namen. Die ROM hieß nämlich Super Kali World. Deswegen werde ich oben in den Videotitel einfach mal Kali reinschreiben. Der oder diejenige weiß dann, hey there, hi. Mr. Kali 04. Okay, und jetzt Yoshi auf Yoshi Action. Wuhu. Wir gucken einfach mal direkt in das erste Level rein. Mario ist im Urlaub und Peach wurde wieder mal entführt. Nun muss Yoshi Peach retten. Okay, das ist schon mal immerhin eine Geschichte. Und das ich guck wieder erstmal über die Map. Die Map ist ja ein so der Standardklotz, aber immerhin schön so ein bisschen das Wasser außen mit dekoriert. Also es ist nicht ganz lieblos. Es ist, doch, das kann man sogar so machen. Das finde ich ganz okay. Wir gucken erstmal, ups, was mache ich denn? In das Yoshi-Haus. Macht denn das Yoshi-Haus hier? Tag, es könnte hier und da mal nicht richtig spawnen. Tut mir leid. Und ja, das ist wichtig. Gut. Schön, das Grauen beginnt. Ich hoffe, mit Grauen ist jetzt nicht mein Spielspaß gemeint. Hehe. Wow, ein toller Titel für eine Infobox. Viel Spaß im Und die Musik. Ach du Schande. Wofür war der P-Switch? Ich mach das mal so. Oh Gott, Shell Jumps. Ich kann keine Shell Jumps mehr. Perfekt. Fliegende Mancha. Und unser... Hahaha. Mensch. Oh, jawohl. Gleich zweimal. Oh, wir sind so witzig. Das ist ja der Hammer. Da überspringe ich gleich mal ein bisschen mehr ernsthaft. So. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wofür der P-Switch ist, aber ich denke, das werden wir noch sehen. Ich meine, er hat ja absichtlich immer so eine Lücke gelassen. Also irgendwas wird es damit wohl auf sich haben. Auch wenn ich mich von dem Lied aktuell schon mehr als getrollt fühle. So. Und jetzt frage ich mich, war es vielleicht sogar gedacht, dass es ein silberner P-Switch sein soll? Ach, schön. Das ist quasi Kaizo all over the place. Wow, eine Feder, lass mich raten. Yo, ich bin nie... Ahaha. Ihihihi. Ohoho. Uhuhuhuhu. Ja, lassen wir das. Ich wette, das war ein Trick und ich brauche ganz am Ende diesen P-Switch. Oh, Moment, Moment, Moment. Silberner P-Switch. Damit kann ich zurück. Ich sagte. Damit kann ich zurück. Hol mir den. Hol mir den. Silberner P-Switch. Perfekt. Amazing. So, wir gehen zurück. Ich will wissen, was in diesen beiden Blöcken da hinten ist. Ich springe einfach mal über die Chuck-Ecke da drüben rum. So, hi. Da drin ist eine Verdopplung des silbernen P-Switches. Das heißt, ich kriege zwei davon. Das heißt, wir haben entweder zwei silberne P-Switches. Oh komm, Double Grab. Funktioniere. So mögest du. Danke. Ja, heißt entweder wir haben zwei P-Switches, wenn wir echt eine Röhre finden sollten. Oder wir haben zwei silberne. Es verdoppelt auf jeden Fall die Zeit, die wir haben mit dem Effekt des P... Was ist hier los? Lol. Na, hat Spaß gemacht. Es kommt noch mehr. Hast du noch dein Power-Up? Meine Feder? Ja, die habe ich noch. Warum sollte ich da rein? Es geht dahinter weiter, aber sag's keinem. So, die Musik... Oh, normale Musik. Ich bin ja schon mal sehr froh. Ich bin irritiert. Ich gehe erstmal weiter. Wow, wow. Was ist denn hier hinten? Ah, da muss ich fliegen. Okay. 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 Finde ich ganz hübsch. Oh. Lecco mio. Dann fliege ich einfach schon von hier. So, Spiel, das hast du jetzt davon. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ist hier irgendwas? Aha. Aha. I did it. I did it.
Jaha. So, jetzt will ich wissen, was da drüben noch drin ist. Wir haben das Level geschafft, aber ich muss erkunden. Ich muss alles erkunden. Ich muss wissen, was hier noch so hübsch versteckt ist. Wofür ist es? Irgendwas ist hier drin. Das kann ich doch schon riechen. Da ist nix und da schon. So. Einfach nochmal, weil es so schön war. Wir fliegen das Stück. Irgendwo hier, genau hier. Ist dann. Yay! Ziel, wunderschön. Ja, zumindest haben die Spawns funktioniert. Sehen wir es mal von der positiven Seite. Das war jetzt nichts Besonderes, ne? Das war mal wieder so ein bisschen Kai so hier, so ein bisschen Floating Munchers da. Ich weiß es nicht. Mir fällt gerade nichts ein, was man da wirklich groß, deutlich verbessern könnte, weil ich muss wissen, was spielt hier für Musik? Im Switch die Geisterhausmusik. Jawohl! Wir haben ein goldenes Händchen für die Musik. Das Lied war schrecklich. Das wäre so das nächste. Positiv. Das Level hat funktioniert. Die Spawns waren nicht kaputt. Und er hat es immerhin geschafft, Custom Music einzubauen. Die Röhren haben mich nicht in 000 geführt. Ich saug mir gerade echt Sachen aus den Fingern heraus. 4 von 10. Das Level hat funktioniert. Ich wette, da wird noch Schlimmeres kommen. 4 von 10. Wie immer, schreibt Kommentare, ob ihr andere Kritik habt, ob ihr irgendwas loben könnt, denn ich kann es ja ganz eindeutig nicht an diesem Hack. Was ihr für Punkte gegeben hättet, Kali wird draus lernen, bestimmt. Und ich würde sagen, ich bin der Mero, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschö.